Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Witcher 1, meine Freunde. Und ja, wie versprochen, direkt bei der Striga. Und jetzt gibt's eine Hucke voll für die gute Striga. Weil, ja, sie möchte unbedingt sterben. Das beweist sie uns, indem sie uns angreift. Und ja, wir bluten zunächst. Das finde ich jetzt nicht gerade so schön, aber gut. Was muss ich jetzt tun? Sie weiter bekloppen oder wie? Jetzt haut sie mich wieder. So. Jetzt mal gucken, ob sie irgendwelche Anstalten macht, hier mal reinzugehen. Oh, ich muss das machen, bis alle Kerzen brennen. Okay, kein Problem. Wenn ich sie töten will, bleibt mir nicht mehr viel Zeit. Aha. Ich möchte sie aber nicht töten. So. Kriege, du bekommst jetzt aufs Fressbrett. Was machst du, Geralt? Ich wollte doch eigentlich nur Arzt klicken. Jetzt haben wir ein Problem. Und zwar, dass wir fast keine Power mehr haben. Ja, das könnte jetzt sein, dass wir sterben. Ja, und wir sterben auch. Was ist denn jetzt los? Ich habe sowieso nicht mehr viel Power. Yo, darf ich mal? Ihr du verdammter Scheißhund. Ja, ich bin tot gleich, ne? Ja, super. Und das einfach nur... Ach Gottchen, Gruft der Striga, nochmal laden. Yo, Striga, du... muss ich dich töten? Ich möchte dich nicht töten. So. Mal schauen, ob wir dir nicht irgendwie ans Bein pissen können. Ey, kannst du mal aufwachen, Geralt? So. Du willst mich wohl verarschen, ey. Das ist so eine miese Bitch-Nummer, ey. Und jetzt, wow. Das werde ich nie schaffen, ey. Klar, es hat eine Auswirkung, das sehen wir. Kann man das mal überspringen? So. Und da das gegen die Striga war, können wir jetzt unsere letzte Schwalbe nehmen. Das war wohl wieder mal ein Fehler von meiner Seite aus. So. Und warum nehme ich gegen die Striga nicht
Das starke Schwert, das wurde wohl wahrscheinlich nicht mehr ausgewählt. Ist klar. Das darf er mir extra Schaden drücken. So. Wenigstens. Ich weiß nicht, was ich jetzt auf was ich hier achten muss. Zieht bald herauf. Wenn ich sie töten, bleibt mir nicht mehr viel Zeit. Das wissen wir. Aber was heißt das? So. So, danke schön. Darf ich mal? Oh Mann, darf ich? So. Jetzt sitzt du in der Scheißklemme. Ja, super, jetzt nimmst du mich wieder. Immerhin kann ich dir gleich eine zurückverpassen. Ich hoffe, du bist ready für dein Abendmahl. Drecksack. Danke, wenigstens kann ich mich so erholen. So, und jetzt? Wirst du schwächer oder wie? Oder was passiert mit dir? Was passiert mit dir, Kollege? Na? Ach, verdammt. Dafür darf ich dir gleich nochmal zweimal eine reinhauen. So. So, das wird auf jeden Fall für dich reichen. So. Ah, verdammt. Darf ich nochmal? So. Yes. Das haben wir gleich, Freunde. Ach so, nö. Ich muss aushalten, bis alle Kerzen unten sind. Genau, stimmt. Da war ja noch was, Freunde. Die Sonne geht auf. Noch wenige Augenblicke und der Strebenzauber ist gebrochen. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, wir rennen jetzt einfach nur noch im Kreis rum. Und drücken gegebenenfalls auf Art, Freunde. Ist weg. Na? Wann ist es vorbei? Na, wann ist es vorbei? Jetzt ist es vorbei. Wo bin ich? Ada. Alles in Ordnung? Was ist passiert? Es ist vorbei. Ihr seid wieder wohlauf. Geralt? Keine Sorge. Ihr seid in Sicherheit. Ich bringe euch nach Hause. Ach, meine Hände. Sie sind mit Blut besudelt. Ich habe so viele Leute getötet. Ermordet. Oh. Es war nicht eure Schuld. Macht euch keine Gedanken. Ihr habt es hinter euch. Ich erinnere mich nur undeutlich, wie durch Nebel. Es war wichtig. Ich habe etwas in dem Sarkophag versteckt. Ihr müsst nachsehen. Gut, das mache ich. Haltet mich fest, Geralt. Mir ist so kalt. Das liegt an dieser Gruft. Wir sollten gehen.
Draußen werdet ihr euch besser fühlen. Okay, Freunde. Ihr habt den Weiß, jetzt muss ich raus aus dieser verdammten Gruft. Ja, das sagst du was. Da haben wir jetzt ja alles momentan. Ah, da haben wir jetzt auch gerettet, Freunde. Ja, gut, das wäre eigentlich ein einfaches Spiel gewesen. Mann, bin ich behindert, Mann. Das hätte ich auch einfacher haben können. So. Und ich wollte unbedingt gegen das Ding ankommen, Also, ich hätte es töten können, wohlbemerkt. Hätte mir nur nicht viel gebracht, Freunde. Definitiv nicht. Also, ich hätte Ada töten können, so. Aber ich bin nicht so der Töter. Tut mir leid. Und ich hoffe, euch gefällt die Doppelfolge. Mir auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall ordentlich gegen die ausgeteilt. Die hat er verloren. Und? Mich in dieser Gruft einzuschließen. Nette Geste, Velarat. Tut mir leid, Hexer. Befehl des Königs. Die Prinzessin ist wieder sie selbst. Ada, Velarat bringt euch nach Hause. Hexer, ich habe euch zum zweiten Mal unterschätzt. Beim dritten Mal schuldet ihr mir etwas. Foltest gab mir etwas für euch, falls ihr überleben würdet. Das ist der Teufel, ein serikanischer Krummsäbel. Der Legende zufolge wurde er in Drachenblut gehärtet. Jemand hat die Verwandlung der Prinzessin in eine Striege absichtlich herbeigeführt. Ich habe Beweise dafür. Wo? Der König wollte als erster davon erfahren. Na schön. Ist das alles? Der König sagte, wenn ihr die Krankheit heilen wollt, müsst ihr das alte Herrenhaus aufsuchen. Er sagte, ihr würdet das verstehen. Das stimmt. Lebt wohl. Lebt wohl, Hexer. Welches Schwert? Das da? Die Abi. Cool. Ein Stahlschwert, ne? Ja, das den Kampf gegen Menschen dient. Unwirksam gegen die meisten Ungeheuer. Wird bei Kampfstilen des Hexers verwendet. Cool, Freunde. Jetzt sind wir voll ausgerüstet. Die Abi und Arundite. Voll geil. Geralt? Seid ihr in Ordnung? Ja, es geht mir besser. Ich muss euch nach den Salamandra fragen. Oh, Geralt, dieser schreckliche Professor, es ist seine Schuld. Er hat mich belogen, mir Macht und Ruhm versprochen. Seit seinem Tod habe ich keine Salamandra mehr gesehen. Der Professor hätte diese Mutanten nie erschaffen können. Hat er je einen Magier erwähnt? Er kam einmal mit einem abstoßenden Menschen hierher. Abdul oder so ähnlich. Der Professor nannte ihn einen mächtigen Zauberer. Mehr weiß ich nicht. Wisst ihr, wo ich ihn finden kann? Leider nicht. Aber trotzdem gute Informationen, danke. Lebt wohl. Lebt wohl. Du willst nichts mehr von mir wissen. Okay. Dann geht's jetzt ab, nach Hause. So, so. Ja, das weiß ich. Sehe ich jetzt etwa gar nichts mehr? Wegen dieser Scheiße. Das ist ja behindert, Ah, doch, hier. Dankeschön. Das finde ich aber nett. Das finde ich aber nett. Dass du mir dennoch zeigst, wo ich hier zurück kann. Ganz genial.
Ja, dann verabschieden wir uns mal von diesem Sumpf. Soweit ich weiß, haben wir jetzt alles gemacht und müssen jetzt auf die Nebenmissionen zurückgreifen gerade. Die Strieger wurde zurückverhandelt. Und was machen wir nun? Alt-Wüsima. Ja, Hauptmann Jean-Pierre. Es ist eine Weile her, Hexer. Es heißt, die Prinzessin soll ein hohes Kopfgeld auf euch ausgesetzt haben. Ich bin erleichtert. Hätte ich gewusst, wo ich suchen muss? Wer weiß. Man muss schließlich leben. Das ist ein alter Hut. Aber ich bin sicher, dass ich noch eine Chance bekomme. Das reicht jetzt. Ich bin geschäftlich hier. Ja? Habt ihr viel Arbeit? Könnte man sagen. Aber etwas fehlt. Ich habe vermutlich mehr Elfen und Salamandra getötet, als ihr Hühner gegessen habt. Ich fürchte, ich bin leicht gelangweilt. Ich brauche einen Tapetenwechsel. Eine Herausforderung. Wisst ihr, was ich meine? Ihr wisst, wo ihr mich findet. Antoinette schickt mich. Wie viele kleine Vettern habt ihr gefunden? 3. Gute Arbeit. Einer der Salamandra hatte ein alchemistisches Handbuch bei sich. Nehmt es. Lebt wohl. Wartet einen Moment. Was gibt's? Danke. Nicht der Rede wert. Kein Problem. Ganz gut. Jetzt haben wir noch ein Buch bekommen. Sofern wir das noch finden. Ja. Ja. Wo soll das Buch jetzt sein? Also, ich sehe hier kein Buch oder so. Was ist das? Leider gerade nichts Wegwerfbares, außer vielleicht sowas hier feste ich, aber naja, egal. Ich habe auf jeden Fall kein Buch erhalten. Finde ich noch unschön, dass man nichts erhält, wenn man irgendwie ein volles Material, also Inventar, oder dass es heißt, ja, ihr müsst nochmal kommen, jo, wegen so und so, ne? Wenn ihr wisst, dass ich meine Loch in der Mauer. Was soll ich dort bei der Loch in der Mauer? Süße Rache. Ich muss zum Herrenhaus gehen, wo ich finden werde, wonach ich suche. Ja, und wann ist es fertig? Ja, ich gehe jetzt zuerst mal zum Schmied. Oder nicht? Darf ich mal? Schmied, Rüstung. Scheiße. Ja, das habe ich nicht gefunden, aber ey, was soll ich tun? Die Scheißrüstung kann mir mal gestohlen bleiben. Dann kommt jetzt nur noch süße Rache. Darf ich da mal folgen? Aber warum muss ich zum Loch in der Mauer zurück? Das geht ja zum Friedhof, zum Sumpf, Mann, schon wieder. Nee, warum muss ich schon wieder dorthin? Dort wimmelt es von diesen Pissern. Gottchen. Und jetzt wohin? Da, Straße zum Herrenhaus. Na dann. Packen wir es an, rennen wir durch, Freunde. Am besten einfach hier der Nase lang.
Sonst finden wir uns sowieso nie wieder zurecht. So. Bis ihr mich mal trefft. Ist ja hunderte eurer Zeit vergangen und ihr seid schon fast wieder tot, Mann. Dann seid ihr nicht mal, nicht nur Ertrunkene, sondern auch Totertrunkene. Von Natur aus. Was ist eigentlich das Rote da? Rabesgruft. Ich muss da rein, ne? Rabesgruft, ganz geil. Wir sind bei Rabesgruft noch. Nice. Ich höre Geräusche hinter dieser Wand. Da drin muss irgendetwas sein. Mhm. Oh ja. So, Feuerstelle sogar noch. Das ewige Feuer muss euch geschickt haben, Meister. Warum seid ihr hier, guter Mann? Ich suche das Grab von Rabe, dem großen Krieger. Es heißt, es birgt ungeheure Reichtümer. Habt ihr etwas gefunden? Grässliche Ungeheuer haben mich angegriffen. Und dann sind Steine herabgestürzt. Und ich war eingesperrt. Wärt ihr nicht gekommen, Herr? Wenn es gefährlich ist, hat es keinen Sinn, noch weiter zu suchen. Wir sollten lieber verschwinden. Nicht so voreilig, Geralt. Ich bin hier nur das Feiern machen gegangen, damit wir hier mehr sehen. Und ich gehe jetzt noch hier durch. Sofern ich mal hier durch darf. So. Ich gehe jetzt mal hier durch. Na, wer kommt? Ein Flatterer kommt daher. Na? Soll ich dir mal aufs Mützchen geben? Na? Gefällt dir nicht so, ne? Ich blute zwar gerade ein bisschen, aber egal. Oh, nö. Oh, nö. Was übt ihr hier? Oh Mann. So. Hierhin, da habe ich genug Ausweichmaterial. So. Hi, Kollegen. So. Darf ich dich mal killen? Ich hoffe doch. So. Der erste Geist ist gefallen. So, kommst du noch dran. So. Wo gehst du denn hin? Also entkommen tust du mir nicht. Und solange ihr nur so kommt, ist es alles egal. Da könnt ihr auch zu 100 kommen. Bringt euch nichts. Darf ich mal? So. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's lustig. So. Darf ich mal? Und jetzt zu dir. Ey. Du wärst mir jetzt nicht überdrüssig hier in der Dunkelheit. So.
Hallo, Erscheinung. Und da kommt schon die nächste aus dem Boden. Und ein Zug auch noch. Ist klar. Kommst du etwa nicht hier hin, oder wie? So. Ja, komm. Haut doch ab, ihr Hundesöhne. Und kommt zu zweit oder dritt wieder, ey. Hey, Bitch-Move-Taktik und wie, oder was? So, immerhin kann ich dir so Schaden zufügen. Und du haust ja immer ab. Ach ja, du bist ja eine Scheinung. Du haust ja eher ab, als gegen mich anzutreten. Weil ich das Ding noch habe, ne? So. Na, willst du wirklich nicht antreten? Das finde ich ja schmutzig. Dann kann ich euch ja easy weghauen. So. Jetzt wird's lustig. Ah, ist klar. Wie du überleben könntest gegen mich. Du bist doch ein Vollidiot. Hi, Flatterer. Dann prügel ich euch eben so weich. So, ist kein Problem. Ist kein Problem. So. Nein. Ich möchte hier nur rein. So, hier. Okay, gegen dich muss ich wieder den harten Kampfstil auswählen. Das wird das nix. So, und deine scheiß Attacken kannst du dir sonst wohin stecken. Und hier haben wir den Sarkophag und ein Meteoritenschwert. Der hat geschmiedet aus einem roten, einem blauen und einem gelben Teil Meteoritenstahl. So. Alte Truhe. So, hier haben wir noch sowas. Finde ich ja sehr cool. So. So, hier durch. Hallo? Hier lang. Hallo? Einfach durch, Kollege. Ja, dann haben wir das auch geschafft. Hab ich jetzt alle Teile? Ich habe jetzt auch Rabes Rüstung, Mann. Was ist denn das, was ich mitgenommen habe? Teil einer Rüstung. So. Hier durch. Grufteingang. Oder besser gesagt, Gruftausgang. So. Wie jetzt weiter im Text. Jetzt sind wir wenigstens da gewesen. Und hier ist noch Gruft der Ja gut, das waren die einzigen wichtigen Punkte. Ne? Flüchtlingshöhle, ja super. Mehr hat es aber nicht gehabt dort in dieser Scheiße. Ich war jetzt überall. Dein fucking Ernst, Kollege. Kommst du jetzt wirklich daher? Na dann, viel Spaß. So. Ich bin weg. So, du kannst deine Waffe wegstecken. Würde ich sagen. Herrenhaus, altes Herrenhaus. Oh, Graf de Wett. Wir speichern
Gruft der Strieger können wir überspeichern. Definitiv. Die haben wir jetzt gerettet. 30 Minuten nehmen wir schon auf. Juhu! Was ist euer Begehr, Hexer? Lasst mich durch, Devet. Ihr seht schrecklich aus. Als hättet ihr die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich bin müde, Graf. Lasst ihr mich vorbei? Mein lieber Geralt. Ich habe die Nacht mit einer Striege verbracht. Daher ist meine Geduld erschöpft. Mit einer Striege? Wie ist es ausgegangen? Habt ihr sie getötet? Sie stellt kein Problem mehr dar. Ich fand jedoch Hinweise auf einen Verräter im Gefolge der Prinzessin. Habt ihr eine Ahnung, wer es ist? Noch nicht. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Ich habe ein nützliches Tagebuch gefunden. Außerdem kennt Triss Merigold einige hilfreiche Zauber. Ihr solltet mir Ostrids Tagebuch geben. Der Großmeister beherrscht die Magie besser als diese Hexe Merigold. Ich habe nie erwähnt, wessen Tagebuch. Aber zum Teufel damit. Hexer, schließt euch mir an. Verbündet euch mit den Herren einer neuen Weltordnung. Mit mir, Roderick de Wet, dem zukünftigen Vizekönig von Temerien. Für wen arbeitet ihr, de Wet? Ich hatte angenommen, ihr hättet das schon herausgefunden. Ich arbeite mit den Salamandra. Vorläufig. Ihr denkt, ihr könnt sie reinlegen? Sie sind nur Mittel zum Zweck. Schließt euch mir an. Ihr seid armselig. Nein, das seid ihr, Mutant. Ich bot euch die Möglichkeit, Macht zu kosten. Ihr habt euch dagegen entschieden. Also werdet ihr wie ein Hund sterben. Das bleibt abzuwarten. Ja, das bleibt definitiv abzuwarten. Ich sollte hier nicht drinstehen, hier. So, ich muss da mal... Oh, hier gibt's ja noch jede Menge Ertrunkene. So. Jetzt gehen wir hier mal auf... Art. So. Mal schauen, wie sich das jetzt so anfühlt. Haha. Jetzt hat das gegen zwei zu tun. Ey. Ich glaube, es hackt. So. Jetzt gibt's auf die Fresse, Kollege. So, auch von den Monstern gibt's auf die Fresse. So. Ja, ja, für den Sieg. Für den Sieg verhau ich dich jetzt. A la Style von mir, Mann. So. So, das war's. Du bist auch gleich tot. Und jetzt Heiliges Schwert des Ordens. Nö, 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 nö. Das war der, das war der. Ich muss auch nichts mehr tragen. Eigentlich könnte ich da mal gucken. Nö, lass ich mal. Mal schauen, was ich da noch mitnehmen kann. Ach, hier, Experimentnotizen. So, dann gönne ich mir mal hier ein Fly, ja. Dann habe ich hier wieder Platz, dann kann ich das mitnehmen. So. Jetzt kann ich das aber auch mal lesen. So. Und das fresse ich auch noch.
So, Bluthund des Ordens. Das lief doch schon mal ganz gut. Der Weg ist frei. Ich kann jetzt zum alten Herrenhaus des dem geheimen Stützpunkt der Salamandra gehen. Yeah, Mann. Seid ihr bereit, Freunde, in diesem Part noch einen weiteren Bossfight zu erleben? Also, ich auf jeden Fall wurde ja Neupriester. Euer Ernst? Ihr seid doch echt Banane. So, einfach durchrennen, Geralt. Hier hat's noch Leichnam am Boden, aber die interessieren mich gerade herzlich wenig. So, so, wo geht's denn hier durch? Seeufer. Kenne ich das Gebiet nicht von irgendwoher? Seid gegrüßt, Geralt. Habt ihr Ryla getroffen? Eine einzigartige Verwandlung gab ihr das Geschenk des Lebens. Geralt. Eine einzigartige Verwandlung? Das Geschenk des Lebens? Diesen versklavten Haufen Blut und Muskeln nennt ihr lebendig? Besser als lebendig. Perfekt. Das findet ihr noch früh genug heraus. Das war euer Experiment? Ihr seid jämmerlich. Ryla, Liebes, du duldest doch nicht, dass dieser Bastard deinen Gebieter beleidigt. Geralt! Heftig, Mann. Ich kann mich nicht mal wehren. Ey, 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 nur ruhig, nur ruhig, nur ruhig. Ey, 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 darf ich mal? So. So. So, darf ich jetzt mal? Ey, darf ich mal? Hey, die hat am Anfang so viel abgezogen. Und auch jetzt wieder. Ey, ich brauch mal meine 5 Minuten, Darf ich? Hey, das Monster, Jedes Mal stunt die mich. Jedes Mal. Wo würden wir wieder landen? Altes Herrenhaus, okay. Jetzt müssen wir aber durchrattern. Nö, warum? Warum? Warum tut die mir so viel Schaden zufügen? Das ist sowas von behindert, Feuerstelle. So. Neue Talente erworben, immerhin. Das heißt, ich penne jetzt noch eine Runde und werde mir jetzt einen Goldrang zuführen in Gruppenstärke hier. So. Starke Silberstufe. So, oder, jo. Und hier gehen wir auf Schaden. Dankeschön. Starkes Silber. Das brauchen wir. Schmerzen erhöhen. Ja. Das finde ich doch gut. Ja. Jetzt einmal meditieren. Unser Leben wieder regenerieren. Und jetzt mal gucken, wie wir gegen die ankommen. Gegen diese Schlampe. Also, ich habe keine Ahnung. Und vor allem Dingen, ich wollte gerade sagen, wir dürfen nicht mal mehr speichern, oder wie? Meine Fresse, Leichnam. Hier, Schweinefleisch, nehmen wir mal mit. Wir haben leider keine Schwalbe mehr, die ich verwenden kann.
Wartet die jetzt da oben oder wie? Ja, wartet sie. So. Nö, jetzt bin ich schon wieder gestunt. Ist klar. Ist klar. Die haut mich schon wieder so kaputt. So. Jetzt habe ich sie wieder mal in der Schlaufe und dann haut sie mich wieder. Wenn, darf ich mal? So. So, habe ich sie jetzt ein bisschen mit dem Gwen? Nein, habe ich sie nicht. Irden. So. So. Darf ich jetzt? Darf ich jetzt mal? Ja, klar, und dann kann sie mich instant stunnen. Sorry, das wollte ich jetzt gerade nicht. Eigentlich wollte ich auf das Inventar klicken, was aber am anderen Ende ist. So. Ist klar, und dann kann sie mich schon wieder stunnen. Fleisch fressen. Ey, jetzt musst du rennen, Kollege. Jetzt musst du rennen, Kollege. Solange sie dort noch steht, kannst du sie locker manipulieren. So. Abhauen. So, abhauen. Hier wieder rum. Solange wir das Tempo beibehalten, sollte sie uns nicht kriegen. So. Können wir noch was fressen? Oh Mann, nö. Oh gut, sie hat nicht mehr allzu viel Leben. Dadurch, dass wir immer hier in der Nähe bleiben. So, einmal rundrum noch. Einmal hier, bumm. Ja. Ich ersticke garantiert nicht daran. Ach so, jetzt willst du mir den Weg abschneiden. Jetzt bist du gerade ein wenig abgelenkt. Bumm. So, noch den letzten. Oh Mann. So. Ja klar, wieder so ein Scheiß. Bitch Move. Nein. Nein. Nein, einfach nein. Einfach nein. Einfach nein. Vitalität.
Jetzt kommt die schon wieder. So. Mann, hat man denn von der gar keine Ruhe. So, Wartest du gerne auf die, oder wie? So, stirb, Hey, darf ich mal? Darf ich mal? Du bist halb tot, Geralt. Mann. Um unser Leben müssen wir auch schon kämpfen. Oh Gott. Ich sehe sie nicht mehr. Oh Gott. Weg. Weg. Weg, wir sind halt tot. Ja, wir sind tot. Oh Mann. Verdammte Kacke, Altes Herrenhaus, Mann. Zum Glück hatten wir gespeichert, Sonst hätten wir die anderen Mongos auch noch töten dürfen. Ja gut, dann müssen wir das auf die altmodische Weise tun, obwohl ich das gar nicht möchte, aber gut, Freunde, die will es nicht so, also die möchte es ja so. Welche Waffe? Die silberne Waffe, ne? So. Jetzt geht's los. Und es geht schon wieder weiter wie vorhin, So. Ja, genau. Fick dich, du olle Trolle. Ohne Witz, wenn ich hier wieder bei Sinn bin. So. Mach mal einen Abgang. So, warte mal. So. Wow. Instant gekillt, Freunde. Das war jetzt geil. Augenblick, ein paar verloren Vitalspunkte. Oh, cool. Nehme ich gerne mit. Und das Huhn nehme ich auch gerne mit. Genial. Das hätten wir, Freunde. Altes Herrenhaus speichern. Freunde, das war geil. Warum nicht gleich so, Geralt? Ach nö, Hundmutant. Da. So. Und jetzt zu dir. Jetzt mal schauen, was du so zu bieten hast. Das ist euer Ende. Ich glaube nicht mehr viel im Alleingang. Nee, ist es nicht. Das ist, glaube ich, dein Ende. Und ihr seid hier nur noch mutiert. Sehe ich das richtig? Och Gottchen, ihr seid vielleicht lächerlich. Ist meine Freundin nach Hause gekommen oder nö? Ist es nicht. Gut, dann können wir jetzt weitergehen. Aber wir werden nach jedem verfickten Monster speichern. Hier, Musketierkrieger. So, mal schauen, was du so kannst. Ich glaube nicht viel, ne? Tja, nö, du kannst nicht viel. Dankeschön. Das war's. Also bei jedem ist übertrieben, aber nach jedem erfolgreichen Stückchen des Weges ist halt wichtig, ne? Seht ihr? Wenn ich jetzt hier zu weit nach vorne gegangen wäre, wäre die Cutscene gedroppt und ja. Viel Spaß. Oder auch nicht.
Aber ich hätte mich so gegen beide anlegen müssen. Oder gegen... Ja, keine Ahnung. Und wenn ich hier verliere, habe ich dann ein anderes verficktes Problem. So. Das war's mit dir. Ich glaube es nicht, hey. Ich glaube, es hackt bei dir. So. Aha. Ich glaube, bei dir hackt, Kollege. Jetzt bekommst du es ordentlich auf deine Mütze. So. Ist klar. Ich muss noch was zu spachteln haben. Ich brauche noch was zu spachteln. So. Den nächsten rauslocken. Am besten direkt anfangen. Mit Säbeln. So, hey, hallo? Ich glaube, bei dir hackt's, Kollege. Alles zu parieren, muss man bei dir so agieren. Ach so, man muss dich ein bisschen auskontern. So bist du, Hase. Jetzt wollen die auf jeden Fall Ärger. Ja, ja, halt die Backen, ey. Und nerv mich nicht. Salamandra-Magier, wie ich jetzt gegen ihn alleine antreten würde. So. Ich bin doch nicht behindert. So. Jetzt pfeife ich mir auf jeden Fall noch ein paar Sachen rein. Vitalität muss auf jeden Fall halb voll sein, mindestens. Und da muss ich jetzt euch leider gerade mitnehmen. Ich speichere hier und versuche es dennoch mal. Aber ich denke nicht, dass ich eine Chance habe. Mit so wenig Life. Nö, nö, nö. Niemand legt sich mit den Salamandern an. Niemand! Ey. Doch, ich. Ich muss meine Ziele nennen. Oh, okay. Halt mal die Backen, ey. Oh! Yevon, komm zu Hilfe! Jetzt gefällt's mir! Jetzt muss ich mal... Ah, verdammt, verdammt, verdammt! So. Es tut mir gerade leid, es wäre ein günstiger Augenblick gewesen, den Hund so zu killen, aber nee. Das war es mir jetzt gerade nicht wert. Jetzt ist es mir aber wert. So. Weil ich jetzt wenigstens normal weitermachen kann. Wann wirkt das besser? Oh Gott, bitte wirk mal. Beschleunigt vorübergehend Regeneration, genau. Und sonst noch irgendwelche Wünsche, die da oben haben sicher viel zu kämpfen, ne? Ja. Guckt euch diese Übermacht an. Am liebsten würde ich jetzt noch mal kurz runtergehen. Ja, ja, komm. Bevor wir nicht mindestens irgendwie halb voll sind, müssen wir das gar nicht probieren. So. Nee, 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 nee. Oh, hier hatten wir eine Feuerstelle. Cool. Yes, das reicht auf jeden Fall nicht mehr. Nö, nö. Verdammt, verdammt. Laden. Zum Glück habe ich gespeichert, ey. Du Hundesohn von Meucheltalender, wie er so. Meuchelmörder,
Mutant. Ich warte jetzt noch, bis ich einigermaßen voll bin. Das kommt sonst gar nicht gut. Egal, ob ich jetzt mich verstärke oder nicht, das bringt mir ja nichts, wenn ich sterbe. Findest du hier noch was? Nee, in den Überresten dieses Kollegen. Ah, Urens, ja, aber ansonsten... nicht gerade viel. So. Vitalität. Muss steigen. Aber ich glaube, wir machen hier einen Cut, ne? Und vielleicht kriegt ihr heute noch eine dritte Episode, wo ich einfach nur noch zeige, wie ich die klatsche hier. Weil das könnte noch ein wenig dauern, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.